So, meine Freunde, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Black 2 White 2. Ja, ich glaub's immer noch nicht. Wir haben im letzten Part Champ Lilia besiegt und ja, es geht weiter mit Pokémon Black 2 White 2. Ich freue mich so richtig auf die Nebenstory, weil die Hauptstory war ja schon ganz okay, obwohl ich nicht viel verstanden habe. Aber was nach der Pokémon Liga passiert, Leute, Legis. Oder nee, anders formuliert. Es wird einfach nur Legen. Es kommt gleich. Der. So, gut, hier sehen wir Professor Esche, also den Mann von Professor Esche. Fail. So, und unser Pokédex wurde geupdatet zu einem National-Pokédex, schätze ich. Und, jo. Scheiß auf National-Pokédex. Was ich in diesem Part machen möchte mit euch. Wir werden ein Teil besorgen. Wir werden Dark Stone besorgen. Damit bekommen wir Zekrom. Und hier sehen wir unseren Rivalen Gary. Heißt ja eigentlich im Japanischen Hugh. Und das ist, keine Ahnung, wer das ist. Vielleicht die kleine Schwester. I don't know. Und ja. Ja, was ist? Komm, lass weg. Wir machen uns jetzt wirklich auf den Weg zu N. Ja, genau, zu N und seinem vergammelten Schloss. Ja, Aero fliegen zu, damit ihr es auch seht, zu, wo war das? Wir mussten jetzt erstmal zur Victory Road. Ja, von hier aus. Oh, fail. So, fliegen, dumm. Gut, Pokéliga machen wir jetzt bestimmt kein zweites Mal, weil sonst, nee, die Pokémon sind so um die Level 70, darauf habe ich echt keinen Bock jetzt gerade. ja, was wir jetzt machen, wir müssen jetzt da, wo uns im, keine Ahnung, wie viel Part das war, auf jeden Fall in einem Part, wo ich Zora gesehen habe, da gab es einen Höhleneingang, da konnten wir nicht rein, aber, jo, jetzt können wir da rein. Was ziemlich stylisch ist, ja. Back und danach. Ey, komm schon. Schutz. Hallo. Ah, Max Repel. Perfekt. Gut, hier haben wir jetzt Max Repel bekommen und ja. Ey, ich hab Seagear an. Unnötig, brauche ich nicht. Nix nützig. Gut, hier geht's runter und dann sehen wir hier schon das Zoroark. Was ist da labert? Keine Ahnung, vielleicht seinen eigenen Namen. Schätze schon, ne? Boah, es geht rein und hier runter. So. Nochmal hier runter und hier sehen wir nochmal Zoroark. Okay, anscheinend will es, dass wir ihm folgen zu N. Besser gesagt zu Ents Schloss und ja, komm, ich will hier rein. Boah, da sieht man schon eine Treppe, die nach unten führt. Ja, da müssen wir hin. Genau da müssen wir hin. Ja, das ist Ents vergammeltes Schloss. Ja, Ents vergammeltes Schloss und hier sehen wir N selber. Was er hier macht, ich weiß es nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Vielleicht. Ach, keine Ahnung. Dann gehen wir mal hier rein und was finden wir hier? Okay, die Musik macht mir jetzt schon etwas Angst. Scheint es hier alles so runtergekommen und so weiter und. Ja. Yeah. Und so ein Zeug, ne? So, hier, Pokéball, Luxtraball, ja, kann man immer brauchen. Gibt's hier sonst noch Items? Ich dachte. Ne, hier gibt's nichts. Ich dachte schon. Mein Gott, was mit dem Kinderzimmer passiert ist. In Pokémon Schwarz und Weiß war das ja so, dass es hier viel besser aussah. Ne? Krass. Warte, kann man da rein? Ich schätze zwar nicht, aber. Ja, lieber mal Max Repel einsetzen. Man weiß ja nie, was hier los ist, ne? Also, ich muss ehrlich sagen, die Melodie klingt richtig traurig. So ein bisschen schon, ne? Oh, Hitzekoller, aber brauchen wir nicht. Mein Pokémon hat schon Hitzekoller. Obwohl, Hitzekoller brauche ich überhaupt nicht, da Flampivian eher auf
physische Attacken als auf spezielle Attacken spezialisiert ist, ja. Den Joke bringe ich immer und immer wieder. Und ja, wohin geht's jetzt? Schätze da rein. Okay, dann hier rein. Warte, das war ja so, dass man hier im Pokémon Schwarz und Weiß, also in den Vorgängern, Zekrom oder je nachdem Zekrom oder Reshiram gesehen hat und hat es Zekrom jetzt freigelassen oder einfach mal yes. Okay. Ah, kriegen wir das hier? Nö. Erst am Kampf bekommen wir das. Okay. Gut, er besitzt anscheinend nur ein Pokémon mit einem fröhlichen Lächeln. So habe ich den Typen lange nicht gesehen. Lange, lange. Und sein Zekrom ist ein... ein Drachen-Elektro-Pokémon, das die Fähigkeit Terra-Volt besitzt. Gut, ich habe hier jetzt zwar nicht irgendeine Seite, aber okay. Fusion Bolt. Das macht mir jetzt etwas Angst. Ja, Crow, ist klar, One-Hit gegen so eine Attacke hat selbst mein bestes Pokémon keine Chance. Heißt also, Ace, du gehst rein, da bringt dein Fusion Bolt nichts. Erdbeben, come on. Okay, das ist anscheinend die Attacke Rückentzug. Unnötig brauchen wir nicht. Wieso sollten wir von diesem Kampf fliehen? Ist so. Ey, was ist das? Nix Brustmuskel, nix Brustmuskel. So, Ace, noch einmal Earthquake und... So, das ist jetzt Drachenklaue. Okay, zieht auch nicht viel ab. Earthquake. Ja, und das gute Zekrom ist besiegt. Zekrom, Zekrom. Ja, Ace erreicht Level 62, ist schön und will Fissure erlernen. Fissure. Ich glaube, das ist Geo-Fissur. Eine K.O.-Attacke. Ob ich die erlernen will? Nein. Ganz ehrlich, so eine Attacke brauche ich echt nicht, da das einfach nur unnötiger, überflüssiger Dreckmist ist. Und ja, was... Selbst wenn ich das erlernen wollte, was soll ich meinem armen Ace verlernen, hm? Naja, gut, wir haben gegen N gewonnen, das ging relativ schnell. Und jetzt müsste N uns, entweder, ich glaube, Zekrom geben, ne? Ja. Ja. Ja, ja, ja. So, okay. Wir bekommen anscheinend kein Zekrom. Wir bekommen Darkstone. Es gibt ja Darkstone und es gibt Lightstone und so. Da haben wir eine Escape Rope, weil ich habe echt keinen Bock jetzt. So, mal ein bisschen schneller suchen. Ja, da. Gut, dass ich so viel... So, gut, dass ich so viele Escape Ropes besucht habe, ne? Ne, kann man hier nicht ein... Schade. Naja, gut. Das war hier ins Schloss. Ich muss dich leider verlassen, N. Tut mir leid, Digga. Sorry. Sorry, sorry. Jo, gehen wir mal runter und... Wir machen uns jetzt wirklich mal auf den Weg woanders hin. Woanders hin ist gut. Jo. Also, wie hieß die Stadt, bei, wo der Eis-Arena-Leiter war. Das war ja früher der siebte Arena-Leiter. Also in den Vorgängern Pokémon Schwarz und Weiß. Hier ist das ja kein Arena-Leiter mehr. Hier ist das ja der Pornodarsteller. Und, ja. Ich würde sagen, Pokémon. Nicht, ja, Aero, nicht Summary, meine Güte. Aero, Fly. Nach Twin Drake City müsste das sein, oder? Ja, müsste Twin Drake sein. Ja, Twin Drake City, geil. Gut, jetzt schnell ins Pokémon Center rein und meine Pokémon heilen, weil ja, ich will hier nicht lange rumfackeln, denn ich will ein Zekrom fackeln, mackeln, kacken. Nee, den haben schon im letzten Part gebracht, den mit kacken, flacken, kacken, scheiß drauf. Gut, Schwester Joy hat unseren Pokémon geheilt, muss schon sagen, sehr nett von dir, Schwester. Und ja, ich fange jetzt mit allem an, mit allem an, ja, fail. Ja, wie schon gesagt, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob das ein 100% Run sein soll oder nicht. Ich habe mich jetzt nicht so wirklich dagegen entschieden, ich meine nur, dass...
Ja, also das Wichtigste und das meiste werde ich auch machen. Nee, Ripple brauche ich nicht, nein. Und ja, ich finde, diese Brücke ist doch einfach nur schön idyllisch und so weiter. Und ja, schon fertig, ja, geil. Gut, es regnet, es regnet, es regnet. Und hier sind wohl die ganzen Trainer. Head Rock, I found. Head Rock, was ist das? Heat Rock. Guck ich mal, back. Dann hoch und gucken, was das ist. Guckst du, was das ist? Oh ne, brauche ich nicht. Sowas ist ekelhaft. Brauche ich nicht. Unnötiger Scheiß-Dreck. So, Pokémon. Dann, ich würde sagen, dass. Also, welche meiner Pokémon müssen noch trainiert werden? Aero, Volt und. Ja, Aero und Volt. Fangen wir am besten mit Volt an. Bei diesem Typen. Nichts kämpfen, nichts kämpfen, nichts gut, nichts kämpfen. So, wildes Pokémon. Ah, Hedge Ripple eingesetzt. Repel. Ja, anscheinend sind hier Glibunkels auf Level 55, was schon ziemlich hardcore ist. Ich habe zwar mit dem Gedanken rumgespielt, ein neues Team zu erstellen. Aber naja, gucken wir mal, ob das noch was wird. Und ja, ich will es Surfer einsetzen. Ich will den Pokéball da haben. So, Crow setzt Surfer ein und. Upsala. So. So und. Big Pearl. Big, big Pearl. Okay, bringt im Supermarkt Kleinigkeiten, ein bisschen Geld, ein bisschen Kleingeld. Ja, gut. Ja, du willst kämpfen. Ich wusste, dass hier jemand kämpfen will. Gut, das hier spinnen wir natürlich. Das wird ein Reihumkampf. Meine Güte, das geht gar nicht. Reihum kämpfen, nichts gut. Soll ich spinnen oder nicht spinnen? Ach, scheiß drauf. Gut, Volt, also Flampivian. Zapplerang, Fassasnob gegen drei Formeos und ja, Formeos sind Formenwandler, die sich an die Wetterbedingungen anpassen. Zum Beispiel, wenn es regnet, kommt zu seiner Regenform. Das besitzt Hydro-Pumpe. Autsch. Tut weh. So, Spark, gut, dass ich meine Pokémon vor der Liga trainiert habe, ne? Weil sonst wäre das hier wirklich nicht so, ne? Nicht so der Burner. Gut, sehr effektiv. Ja, wie schon gesagt, es ist ein Formwandler, der sich an die Wetterbedingungen anpasst. Nehmen wir mal an, es ist ein heißer Tag. Also, Sunny Day. Und, ja. Formio ist dann ein Feuer-Pokémon. Wandelt seine Form auch um. Jetzt gerade ist am Regen. Ah, oh, das hat Thunder. Scheiße. Zieht aber nicht viel ab. Ah, paralysiert mein Pokémon. Scheiße. Gut, Spark noch einmal und. Adieu, Madame Formeo. Madame oder Mademoiselle? Keine Ahnung, Mademoiselle eher, ne? Ja. Gut, dann noch eine Spark-Attacke, würde ich sagen. Sunny Day. Jetzt wird zu einem Feuer-Pokémon. Was nicht so gut ist, es verändert seine Form. Wie schon gesagt, Formwandler. Und sieht jetzt so, wie so ein heiliges Ding aus. Keine Ahnung, meine Freunde. Keine Ahnung. So, noch einmal Spark und ja, das ist schneller und setzt Siedewasser ein. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber whatever. Gut. Down ist es. Geil. Vielleicht entwickelt sich. Nein. Level up, nix Level up. Nix gut, nix Level up, nix gut. So, back. Dann soll ich Toppel. Ja, komm, weißt du was? Hyper Potion, Use of Volt und dann eine. Ups, hier, Full Heal. Ich hab 31 von den Dinger. Okay, müsste ich mal öfters einsetzen, ne? Naja, nun gut, du bist besiegt und wo ist der nächste Trainer? Warte, hier war ich schon. Warte. Bin ich von hier? Ne, ich bin von da gekommen. Heißt also, gegen den Angler haben wir noch nicht gekämpft. Heißt also, wir können ihn gleich besiegen. So, ein bisschen Speed muss sein. Drei Pokémon wird kein Reihumkampf, kein Dreier, kein Zweierkampf. Das erste Pokémon, das sie besitzt, ist ein Schnut. Schnut, Schnut. Schnut, Schnut. Schnut, Schnut. Ich küsse gern Schnut. So, fangen wir mit Spark an und. Oh, ich schätze, das ist die Hälfte. So, ja, geht Hälfte, ne?
nicht wirklich hilft, aber scheiß drauf. Hydration. Ja, geil. Paralyse ist futsch. Scheiße. Gut, noch einmal und Kacke. So kleines Dings bleiben muss, ne? Was war das jetzt? Wow, hat wirklich viel abgezogen. Ein wirklich viel abgezogen. Ja, gut Deutsch. So, Rockside auf Schneckmark. Ja, Schneckmark, neues Pokémon. Also, nein, nicht neues Pokémon. Ein Pokémon aus der dritten Generation. Ich glaube, dass man das erst machen kann nach der Pokémon-Liga. Und, ach, shit. So ein hässliches Gastrodon, ey. Smash rein. Gastrodon von Typ Wasserboden. Deswegen hasse ich das Viech. Keine Elektroattacken, keine Wirkung. Aber, naja. Pflanzenattacken haben dagegen vierfache Wirkung. Vierfache Wirkung. Ich wollte schon vierfache Schwäche sagen. Das Pokémon hat vierfache Schwäche. Gegenüber Pflanzenattacken. Naja. Man muss immer positiv sehen, ne? So, Body Slam. Ouch. Du tun mir weh. Du tun mir wirklich sehr, wirklich, wirklich weh. So, Leaf Blade. Hätte ich direkt Leaf Blade eingesetzt, ey. Scheiße. Gut. Gastrodon ist besiegt und Volt bekommt auch ein bisschen. Ja, Göre. Du bist besiegt, ne? Besiegt. So, ist hier irgendetwas. Geht's anscheinend irgendwo rein. Mysteriös. Mysteriös. Aber jetzt ohne Witz, Leute, ich habe keinen blassen Schimmer, was da drin sein soll. Aber das werden wir definitiv noch in diesem Part herausfinden. Oh, Kapaloris, Blitzer und Formeo, alle auf Level 60. Geil. Geil, geil, geil. Gut, wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Mein Gott, ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. So, Volt fängt mit Spark an auf Kapaloris, dann Flampivian mit einer Fire Punch Attacke auf Blitzer und du setzt Fly auf. Oh, Aero kann bis zu Kapaloris vordringen. Geil. Ja, Hydropumpe. Schon schlau, ne? Auf welches Pokémon, ne? Digga, schlau, schlau, muss ich schon sagen. So, Thunder, ja, das war schlau. Mit bisschen. Fug. Naja, Aero ist down. Fire Punch. Ja, komm. Perfekt. Blitzer ist down. Nächstes Pokémon von mir. Ja, was wird das nächste Pokémon von mir sein? I don't know. Thunder auf Flampivian. Ouch. Nee, nicht von mir. Hat Blitzer eingesehen. Hab gerade eben gefailt. Fail. Gut, ja, zieht die Hälfte ab, ist gut, dann Crow, Ace. So, Ace, mach mich stolz als dein Trainer, setz irgendeine hässliche Attacke ein, die mal trifft. Spark und, komm, Hammerarm auf Formeo und Shadow Claw auf Formeo. Gut, setzt Hydropumpe ein, nochmal auf Volt. Also verarschen tut mich dieser Trainer schon ein bisschen, diese Trainerin schon ein bisschen, ne? Gut, Shadow Claw und dann Eisstrahl. Ist nicht sehr effektiv. Ich dachte schon, wieso sollte er sehr effektiv sein? Ace ist ja ein Stahlboden-Pokémon. Und ja. Formeo, adieu, liebes Formeo. Und ja, Crow, ab mit dir in den Kampf. Ab in den Kampf. Pack deine Sachen ein. Oh, wow, 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 wow. Ab in den Kampf. So, entweder könnte ich... Ja, Ice Beam, komm. Normale Wirkung, Kapaloris, Pflanzenwasser-Pokémon. Ja, kann man nichts machen. Viere Punch und ja, ein Punch hätte ich auch gerne. So, einfach jetzt mit Ace in die Leere angreifen, ne? Gut, Hydro-Pumpe. Ja, Blaze, komm, ein bisschen... Ach, scheiße. Hätte sein können, dass da noch ein bisschen, ne? So, Ice Beam. So, müsste down sein. Und ja, ist eingefroren. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich will aber tanzen. So, und mal Shadow Claw jetzt irgendwo. Das ging schnell. Das ging ein bisschen zu schnell, würde ich sagen, ne? Ach,
Funk, Gigadrain. Sieht aber nicht so viel auf, Gott sei Dank. So, und Leaf Blade hinten drauf, würde ich sagen. Perfekt, down. So, Smash bekommt auch was. Smash Level 62, finde ich gut. Das will Leaf Storm erlernen. Ulala, was ist das denn für eine Attacke? Hm. Leaf Storm ist Blättersturm, soweit ich weiß. Ja, Flash kann definitiv weg. Was wollen wir mit Flash? Ja, wir haben Leaf Storm. Ja, Storm. Storm, Storm. Ich bin Storm Ninja. Go, go, Storm Ninja. So, hier kann man runterfallen. Selbstmord hier bitte, ne? Ja, also ich will den Part jetzt noch nicht beenden. Ich will noch ganz kurz gucken, was da drin sein kann oder ist oder... Oder Rülps oder Penis. So, Bildheber einsetzen. Einmal auf Volt, ja, damit ihr es auch sehen könnt. Dann auf Blaze. Dann auf Aero. Und diese ganzen Pokémon dann noch bitte mit Hyper Potion versehen. Komm, Volt. Wer braucht es noch dringend? Hier Aero könnte es noch brauchen. Und Blatze könnte es gebrauchen. Blatze könnte es auch gebrauchen, ne? So. Perfekt. Jetzt ab mit uns hier rein. Gucken, was da los ist. Was da los ist. More of irgendwas. Waren wir nicht einmal hier? Nee, kann ja gar nicht sein. So, sprechen wir den Mann hier einfach mal an. Den Mann einfach einmal ansprechen. Hat sich gereimt. Gut. So, hier, das würde ich jetzt gerne mal benutzen und... Definitiv. Definitiv Beleber. Nee, nichts Beleber. Torbschutz, Torbschutz. Torbschutz, Torbschutz, wo bist du, Torbschutz? Komm, Torbschutz. Torbschutz, ah, hier. So, Max Repel einsetzen und... Ja, meine Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Schreibt doch einen Kommentar, wie euch der Part gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.